jeden zweiten Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Heimat- und Bilderarchivs Gemeinde Jade in den Räumlichkeiten von Frau Irmgard Winter. Die Gruppe, die die Vereinsgründung anstrebt, möchte die Arbeit von Frau Winter fortführen, die in akribischer Kleinarbeit Fotos und Dokumente der letzten 100 Jahre über Jahrzehnte hinüber gesammelt und archiviert hat. Mehr als Hobby machte Frau Winter in der Vergangenheit Fotos von der Gemeinde Jade, um ihrer Leidenschaft der Zeichnerei Vorlagen zu schaffen. Daraus entstand dann eine einmalige Dokumentation über die Gemeinde Jade. Jade TV im Gespräch mit Carsten Mund, eine der Mitbegründer des Heimat- und Bilderarchivs. So, wir sind hier beim Heimat- und Bilderarchiv Jade, Jaderberg. Wann habt ihr euch gegründet und was sind eure Ziele? Ja, wir haben uns zusammengeschlossen, das ging los im Sommer letzten Jahres, haben uns mit mehreren Bürgern hier oder Bekannten auch im Zuge des, ein Feuerwehrfest hier, ein 75-jähriges bestehende Feuerwehr, hatten wir zusammengestanden und gemeinsam darüber gesprochen, dass wir wohl uns für die Geschichte der Gemeinde Jade, aber weniger für die historische Geschichte, sondern jetzt mehr so die Dönches und solche Geschichten dafür interessieren. Und dann kamen wir ins Gespräch noch mit weiteren Leuten aus Jaderberg, die sagten, Mensch, da gibt es auch schon einige Leute, die was gesammelt haben. Und dann ist eigentlich die Idee entstanden, zu sagen, lass uns doch dieses, was da mittlerweile vorhanden ist, auch weiterführen. Und somit sind wir hier auch auf Irmgard Winter gekommen, die ja schon seit über 30 Jahren hier schon viele alte, uralte Aufnahmen aus der Gemeinde, speziell aus Jaderberg, auch fotografiert hat, damals angefangen durch ihr eigenes Hobby. Und das wollen wir eigentlich fortführen, indem wir diese Sachen archivieren, die vorhandene Struktur weiterführen und eben auch mit aktuellen Bildern dagegenhalten, um eigentlich allen Bürgern in der Gemeinde Jade die Möglichkeit zu geben, alte Ansichten von ihren Häusern oder auch von ganzen Straßenzügen zu sehen, um zu zeigen, wie hat Jaderberg, die Gemeinde Jade insgesamt sich verändert, wie sieht es heute aus. Und das ist eigentlich so unsere Gesamtüberschrift dabei, das wirklich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen dafür. Wie viele Mitglieder seid ihr bis jetzt? Wir sind noch ein relativ kleiner Kreis. Wir sind insgesamt zurzeit 7 Mitglieder. Der Verein selbst ist ja noch in Gründung begriffen. Also wir haben uns schon Gedanken über die Satzung gemacht und haben vor, im Februar kommenden Jahres, wenn wir eine erneute Durchführung oder Veranstaltung machen hier, dann auch eine Gründungsversammlung zu starten, um auch ein klassischer eingetragener Verein dort zu werden. Wir hoffen natürlich, dass wir bis dahin noch viele weitere interessierte Mitglieder dazu bekommen, um ja eigentlich als Heimatverein, ist vielleicht der falsche Begriff, aber als Sammelbecken für alle Interessierten, hier auch eine Basis zu schaffen. Dankeschön.